Der Herr der Ringe, Die Gefährten ist nicht nur der erste Teil einer meisterhaften Trilogie von Peter Jackson, sondern stellt ebenfalls den Beginn der Geschichte um den einen Ring dar. Es wird also Zeit für eine gründliche Filmanalyse. Und genau deshalb gibt es nun das Format 5 Minuten Der Herr der Ringe, in dem die einzelnen Filme chronologisch in 5 Minuten Abschnitte geteilt werden, um diese dann auf Lore-Hintergründe, Filmfehler, spannende Details und kuriose Fakten zu prüfen. Wenn ihr also keine weiteren Videos verpassen wollt, abonniert diesen Kanal sehr gern für mehr. Los geht's! Starten wir mit den ersten Sekunden des Films. Hier leitet Galadriel mit ihren Worten den Prolog ein und wir hören zum ersten Mal die elbische Sprache Sindarin. Die Welt ist im Wandel. Ich spüre es im Wasser. Diese Worte richtet im Buch eigentlich Bombard an Galadriel und hier werden sie vor allem dafür genutzt, die Geschichte der vergangenen Handlung und die Entstehung der Ringe der Macht zu erzählen. Galadriel wurde dabei als Stimme des Prologs gewählt, da sie mit ihren über 8000 Jahren auch diese lange Vorgeschichte Mittelerdes miterlebt hat. Nach dem Trilogietitel und einem kurzen Shot des Schmiedeprozesses sehen wir die drei Ringe der Elben, die ohne dem Wissen Saurons gefertigt wurden. Zur Zeit des Prologs ist Galadriel die Hüterin von Nenya, dem Ring des Wassers, Círdan ist der Hüter über Narya, den Ring des Feuers und Gil-galad trägt Vilya, den Ring der Luft. Kurios hierbei ist das Aussehen der beiden Ringträger im Hintergrund, denn Círdan ist eigentlich einer der wenigen elbischen Bartträger in der Tolkien-Lore. Und ein Funfact dazu, um das enorme Alter Círdans darzustellen, ließ Peter Jackson den Elben ganz am Anfang und ganz am Ende der Trilogie erscheinen. Übrigens, der Schauspieler Michael Elsberg verkörpert neben Círdan ebenfalls einen gondorianischen Buchhalter und trifft in Teil 1 also auch auf Gandalf. Die andere Rolle soll wohl also Gil-galad darstellen, also der letzte hohe König der Noldor-Elben. Den sehen wir ein paar Szenen später jedoch in der Schlacht des letzten Bündnisses erneut, und irgendwie sieht er nun anders aus. Grund dafür ist ein Wechsel der Schauspieler, denn kurze Zeit später verkörpert Mark Ferguson den Elbenkönig, denn eigentlich sollte dieser deutlich mehr Screentime erhalten. In der nächsten Szene werden nun die 7 Ringe der Zwerge vorgestellt, einen für jeden König der 7 Zwergenstämme in Mittelerde. Und die Macht der Ringe äußerte sich zum Zorn Saurons bei den Zwergen auch auf eine etwas andere Weise, denn die Zwerge waren einfach zu widerstandsfähig und tatsächlich zu stur, um vom Willen des dunklen Herrschers in den Schatten gezogen zu werden. So weckten die Ringe zwar die endlose Gier nach Gold und Schätzen, jedoch ein Nazgul, also ein Ringgeist, wurde keiner der Träger. Anders war das bei den 9 Ringen der Menschen. Hier werden allesamt zu den Nazgul. Denn das Herz der Menschen ist seit jeher leicht zu verführen und vor allem anderen gierten diese 9 Könige nach Ruhm und Macht. An vorderster Stelle sehen wir hier den späteren Hexenkönig von Angmar und ein weiterer müsste Camul, der König der Ostlinge, sein. Die anderen 7 Könige werden von Tolkien leider nie namentlich erwähnt. Diese Szene beherbergt jedoch noch eine faustdicke Überraschung, denn als Schauspieler wurden hier die beiden Tolkien-Zeichner John Howe und Alan Lee eingesetzt, die eigentlich eher hinter der Kamera Mittelerde entwerfen, statt davor zu stehen. Als nächstes erhält der eine Ring seinen Auftritt und wir sehen den dunklen Herrscher Sauron zum ersten Mal im Inneren des Orodruin, also dem Schicksalsberg mit seinem mächtigen Schmuckstück. Das Besondere an dem einen Ring ist dabei der Fertigungsort, denn im Gegensatz zu den anderen 19 Ringen der Macht wurde dieser nicht in Eregion geschmiedet, sondern eben hier im feurigen Berg in der Mitte des zweiten Zeitalters. Doch einige leisteten Widerstand. Der Beginn der Schlacht des letzten Bündnisses und wir sehen Isildur, wie er die Truppen Gondors und Arnors an die Hänge des Schicksalsberges führt. Kurz darauf sehen wir auch die anderen Heerführer der menschlichen und elbischen Truppen, darunter Elendil, Gil-galad und auch Elrond. Ebenfalls mit von der Partie sind das Duo aus König und Prinz, Orofer und sein Sohn Thranduil, die jedoch im Film nicht gezeigt werden. Das letzte Bündnis wurde übrigens im Jahr 3430 des zweiten Zeitalters gegründet, da die Heere der Menschen und Elben Mittelerdes erkannten, nur auf diese Weise Sauron Widerstand bieten zu können. Den Krieg, den wir hier sehen, ist dabei die Schlacht auf der Ebene von Dagorath, die insgesamt 7 Jahre andauern sollte. Überraschend ist auch, dass neben den Menschen aus Arnor und Gondor und den Elben aus Lindon, Lothlorien und dem Grünwald auch ein kleines Heer Zwerge aus Moria am Bündnis teilnahm. Jedoch die Zwergenvölker werden in dieser Trilogie ja sowieso fast vollständig ignoriert. Der wahre Scene-Stealer in dieser Schlacht ist jedoch der eine Ring. Denn als die Horden Mordors kurz vor der Niederlage stehen, erscheint der dunkle Herrscher mit seinem Meisterstück am Finger.
Der Ring bekommt also sofort einen eigenen Charakter und das funktioniert ausgesprochen gut. Denn seine Fähigkeit besteht nicht nur darin, das Leben seines Trägers zu verlängern, sondern ebenfalls die Schwachen unsichtbar und die Starken noch stärker zu machen. Als hier nun Elendil durch die Hand Saurons den Tod findet und Isildur das zerbrochene Schwert Narsil nimmt, um sich gegen den dunklen Herrscher zu wehren, müsste er eigentlich nur einen Finger Saurons abschneiden. Im Film sind es jedoch 4. Neben der Vernichtung von Saurons körperlicher Hülle und dem Tod Elendils sterben ebenfalls weitere bedeutende Figuren Mittelerdes in dieser Schlacht. Wigil-Galad, Orofer und Isildurs Bruder Anarion. Ein weiteres Detail sind die Größenunterschiede in diesen Szenen. Besonders Elendil, der den Beinamen der Lange trug und ein Idealbild eines Numenoras war, besaß eine Größe von 2,50 Meter und ist somit eigentlich nur knapp 30 cm kleiner als Sauron selbst. Sauron dagegen sieht im Film eher so aus, als wäre er fast doppelt so groß wie seine Kontrahenten. Isildur wird nun also hoher König von Arnor und Gondor sowie der Herr des einen Ringes. Hier wird nun der September des Jahres 2 des dritten Zeitalters gezeigt, als Isildur und eine Schar aus 200 Soldaten auf dem Weg zu Elrond nach Bruchtal sind. In Imladris erwartet Isildur nämlich seine Frau, die er dort aufgrund des Krieges zurückgelassen hatte. Auf den Schwertfeldern werden Isildur und seine Männer jedoch von Orks überfallen und hier erreichen wir auch die erste 5-Minuten-Grenze. Das bedeutet, jetzt seid ihr dran, Freunde. Wie findet ihr den Prolog in Der Herr der Ringe, die Gefährten und welche spannenden Fakten dazu habt ihr noch auf Lager? Schreibt's mir in die Kommentare, lasst sehr gerne ein Like und ein Abo da, würde mich sehr freuen und den Kanal unterstützen. Bis zum nächsten Mal, Leute. Bye, bye.